Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Featured.de. Samsung hat das Galaxy Note 8 vorgestellt und was es alles über das Gerät zu wissen gibt, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Designtechnisch tritt das Note 8 in die Fußstapfen vom Note 7. Und damit meine ich nicht, dass es genauso aussieht wie 1, sondern dass es denselben Ansatz verfolgt. Denn auch dieses Jahr wird wieder das aktuelle Samsung-Flaggschiff dahergenommen, in diesem Fall jetzt das S8, einfach ein bisschen größer gemacht, ein bisschen kantiger gemacht, ein bisschen eckiger gemacht und zack, hat man ein Note. Die Sache, die mir persönlich dabei aber am besten gefällt, ist, dass das Ganze auch das Display betrifft. Das heißt, die abgerundeten Display-Ecken bekommen einen kleineren Radius und auch die abgerundeten Display-Kanten sind einfach weniger stark abgerundet, was bedeutet, dass man zwar diesen coolen Edge-Display-Effekt behält, aber man trotzdem mehr Displayfläche hat, die man wirklich aktiv nutzen kann. Der größte Unterschied im Vergleich zum Note 7 ist aber wahrscheinlich, dass man jetzt auch hier die Infinity-Display Taktik verfolgt. Das heißt, wir haben keine Knöpfe mehr auf der Vorderseite, Software-Buttons, stattdessen oben und unten gleich dicke Bezels und an der Seite sogar relativ dünne, auch wenn sie minimal dicker sind als beim Note 7. Das sorgt allerdings dafür, dass jetzt auch im Note auf der Vorderseite kein Platz mehr war für einen Fingerabdruckscanner und der, genau wie beim S8, auf die Rückseite bewegt wurde. Ich war schon persönlich beim S8 kein sonderlich großer Fan davon, aber beim Note 8 ist es schon echt sehr gewöhnungsbedürftig, da dieser Fingerabdruckscanner echt weit oben im Gerät liegt und das Note 8 ist schon ein deutlich größeres Gerät als so ein S8 und es sorgt halt einfach dafür, dass ich jetzt zum Beispiel als jemand, der wirklich keine kleinen Hände hatte, immer umgreifen musste, um an diesen Fingerabdruckscanner zu kommen. Praktikabel ist das im Alltag nicht wirklich, aber vielleicht gewöhnt man sich auch einfach dran und hat dann immer schon direkt den passenden Griff, wenn man das Gerät aus der Hosentasche holt. Außerdem gilt auch für das Note 8, dass es noch eine Menge alternative Entsperrungsmethoden gibt, wie zum Beispiel den Iris-Scanner oder auch die Gesichtserkennung über die Frontkamera. Farblich gesehen wird es übrigens ein komplett schwarzes Modell geben, eins mit einer goldenen Rückseite, eins das Orchid Grey heißt, aber ein bisschen silberner ist als das Orchid Grey Galaxy S8 und meine persönliche Lieblingsfarbe Deep Sea Blue, was einfach wirklich ein sehr, sehr schönes, sattes Blau ist. Allerdings kommen nach Deutschland nur das schwarze und das goldene Modell, was heißt, dass man auf das Silberne und das Blaue leider verzichten muss. Schade. Ein größeres Note hat aber natürlich auch Platz für ein größeres Display und das im Note 8 ist so groß, wie es nie zuvor jemals in einem Note war, mit 6,3 Zoll. Das ist eine ganz schön heftige Zahl und die ist nicht nur auf dem Papier beeindruckend, sondern auch in echt, wenn man das Gerät in der Hand hält, denn das Display ist wirklich riesig. Das Seitenverhältnis des Displays ist hier allerdings wieder, genau wie beim S8, 18,5:9 und das klingt erstmal ein bisschen seltsam, weil es ein Seitenverhältnis ist, das glaube ich nirgendwo anders benutzt wird, außer in Samsung-Handys, aber es macht im Alltag tatsächlich erstaunlich viel Sinn, gerade wenn man Anwendungen nutzt, bei denen man viel vertikal scrollt, weil dadurch einfach mehr auf den Bildschirm drauf passt. Außerdem ist es sehr hilfreich bei Multitasking und da das Note ja auch ein Gerät ist, das immer sehr auf Multitasking ausgelegt ist, kommt es einem hier auch sehr zugute, gerade wenn man zum Beispiel im Splitscreen Apps offen hat, hat man dafür einfach mehr Platz. Die Auflösung beträgt übrigens 1440x2960 Pixel, also wurde sich auch hier wieder beim Galaxy S8 orientiert. Allerdings wurde durch das größere Display natürlich auch die Pixeldichte etwas kleiner. Beim Note 8 haben wir jetzt 521 Pixel pro Zoll, was eine Zahl ist, wo man sich normalerweise eher weniger beschweren kann. Allerdings ist mir schon aufgefallen, dass es etwas unschärfer war als das S8. Das soll aber jetzt nicht bedeuten, dass das Display extrem unscharf ist. Das Einzige, was mich etwas gewundert hat, ist, dass Samsung auch beim Note 8 wieder bei der Auslieferung eine 1080p-Einstellung für das Display aktiviert hat, was bedeutet, dass man erstmal in die Einstellungen reingehen muss, um die volle Bildschirmauflösung zu aktivieren. Und das Display im Note 8 ist einfach halt wirklich ein gutes Display. Es sieht knackig aus, es ist super scharf und ich verstehe nicht so ganz, warum man nicht möchte, dass jeder Benutzer
Benutzer beim Auspacken direkt sieht, was dieses Panel drauf hat. Bei den Specs gab es übrigens auch keine großen Überraschungen, denn das Note 8 verwendet größtenteils dieselben Chips wie das Galaxy S8. Das heißt, wir bekommen in Europa einen Exynos 8895 Octa-Core Prozessor und in den USA einen Snapdragon 835. Allerdings gibt es jetzt statt 4 ganze 6 GB RAM, was eine Sache ist, die ich persönlich sehr begrüße, denn das Galaxy S8 war für mich ein sehr leistungsstarkes Handy, das aber ab und an auch mal Performance-Probleme hatte. Und ich glaube, mit mehr RAM kann man diesem Problem entgegenwirken. Und zu sehen, dass das Note 8 halt eben mehr RAM hat, ist dementsprechend einfach eine gute Sache. Aber nicht nur beim RAM, sondern auch beim normalen Speicher sieht es recht rosig aus für das Note 8, denn wir bekommen hier standardmäßig 64 GB direkt mit eingebaut, die man dann auch noch kostengünstig über eine MicroSD-Karte erweitern kann. Das Einzige, was mich bei den Specs ein bisschen verwundert hat, ist der Akku, denn wir haben hier zwar stolze 3300 mAh mit an Bord, allerdings sind es trotzdem 300 mAh weniger als beim kleineren Galaxy S8 Plus. Klar, man kann sagen, das Note hat irgendwie noch den S-Pen im Gehäuse, der braucht auch so seinen Platz, da ist halt einfach weniger übrig für den Akku, aber das Note ist schon ein deutlich größeres Gerät als das S8 Plus und von daher weiß ich nicht, ob Samsung den nicht vielleicht auch einfach nur deswegen kleiner gemacht hat, damit man keine Gefahr läuft, dass mit dem S8 dasselbe passiert wie mit dem Note 7 letztes Jahr. Trotzdem sind aber natürlich wieder Wireless Charging, Fast Charging und Fast Wireless Charging mit an Bord. Aber jetzt möchte ich mal noch über ein sehr markantes Feature vom Note 8 sprechen, denn Samsung ist ja normalerweise eine Firma, die bei Innovationen mit ihren Geräten sehr schnell sehr vorne mit dabei ist. Eine Sache, die wir aber bisher noch nie in einem Galaxy Smartphone gesehen haben, ist eine Dual-Kamera. Bis heute, denn das Note 8 hat eine bekommen. Das Setting ist dabei relativ nah an dem, was sich bisher schon im Smartphone-Markt, ich sag mal, etabliert hat. Denn wir haben auf der einen Seite eine Hauptkamera, die einfach ganz genauso aufgebaut ist, wie die bisherigen normalen Kameras in den Samsung-Smartphones auch. Das heißt, wir haben hier 12 Megapixel, eine f1.7 Blende, einen Dual-Pixel-Autofokus und halt einen ganz normalen Winkelbereich, so wie normalerweise auch. Allerdings ist die zweite Kamera halt eben eine Zoom-Linse, die zweimal ranzoomt. Und welche Vorteile bringt das? Naja, eigentlich ganz genau dieselben wie in anderen Dual-Camera-Smartphones auch. Man kann näher ranzoomen, ohne Bildqualität zu verlieren. Man kann künstliches Bokeh erzeugen lassen, um die Bilder so aussehen zu lassen, wie als stammen sie aus einer teureren Spiegelreflexkamera. Und man kann den zweiten Sensor dafür nutzen, die Bilder des Hauptsensors einfach ein bisschen zu optimieren. Allerdings hat Samsung sich auch ein paar Features überlegt, die ihre Dual-Kamera besser machen soll als die von anderen Herstellern. So kann man zum Beispiel die Stärke der Tiefenunschärfe sowohl vor als auch nach dem Schießen eines Bildes einstellen. Man kann die Tiefeninformationen nutzen, um die Belichtung auf irgendein Subjekt zu lenken. Man kann beide Kameras nutzen, um gleichzeitig Bilder zu machen, sodass man sich auch im Nachhinein entscheiden kann, ob man eher ein rangezoomtes oder rausgezoomtes Bild haben will. Und mein persönliches Lieblingsfeature, man hat einfach bei beiden Kameras eine optische Bildstabilisierung. Und ich weiß nicht, ob man das schon mal in irgendeinem anderen Smartphone gesehen hat, aber ich finde es extrem cool, weil es bedeutet, dass man auch, wenn man zweimal rangezoomt ist, man immer noch ein stabiles, eher wackelfreies Bild hat und es ist gerade, wenn man rangezoomt ist, extrem wichtig. Im Großen und Ganzen hört sich das alles doch gar nicht mal so schlecht an, oder? Ja, das denkt man, bis man das Gerät auf die Seite dreht und diesen Freund hier entdeckt. Dam, dam, dam! Den Bixby-Button, der jetzt vom S8 auch ins Note gewandert ist. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, aber Felix, was soll an einem Bixby-Button schlecht sein? Ist doch cool, ich drücke den Knopf, mein Lieblingssprachassistent startet sich und ich kann einen wunderschönen Tag mit ihm verbringen. Ja, dem ist leider nicht so, denn ich und viele andere Tech-Journalisten sind sich eigentlich relativ einig darin, dass Bixby in seinem aktuellen Stadium nicht wirklich hilfreich ist, sondern einen eher in der Benutzung seines Smartphones ausbremst. Aber ein Note wäre nicht ein Note ohne seinen S-Pen und deswegen ist dieses Jahr natürlich auch wieder einer mit dabei, der von den Abmessungen übrigens genau gleich ist wie der im Note 7. Ich habe das einfach mal ausprobiert, man kann die beiden Stifte aus den Geräten rausnehmen und tauschen, was zwar nicht wirklich
nicht viel bringt, aber vielleicht eine ganz witzige Information ist. Technisch hat sich der Stift allerdings trotzdem weiterentwickelt. Er soll jetzt präziser sein, mehr verschiedene Abstufungen an Druck erkennen und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt fand ich jetzt auch schon den Pen im Note 7 richtig, richtig gut, was diese Aspekte angeht. Von daher fand ich jetzt den auch im Note 8 eigentlich nur noch besser. Der S Pen kann aber natürlich noch mehr als einfach nur rumkritzeln und das Betriebssystem bedienen, denn es gibt ein paar Features, die explizit für diesen Stift entwickelt wurden. Wir haben ein paar altbekannte dabei, wie zum Beispiel den Übersetzer oder meinen persönlichen Favoriten, das Schreiben von Notizen auf dem ausgeschalteten Bildschirm und die Möglichkeit, diese Notizen dann auf den ausgeschalteten Bildschirm zu pinnen. Aber es gibt auch ein paar neue Funktionen, wie zum Beispiel das Erstellen von animierten Kritzeleien, die man dann in verschiedenen Messenger-Apps verschicken kann. Das neue Galaxy Note 8 wird übrigens auch Vodafone Crystal Clear fähig sein und ihr könnt das Ganze ab dem 24.08. bei Vodafone vorbestellen. Aber ansonsten würde ich sagen, war es jetzt mit diesem Checkbox-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was über das Gerät gelernt und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.